Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, vielen Dank erstmal und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, es war anfangs ein zerfahrenes Spiel. Ich glaube, man hat beiden Mannschaften auch schon die englische Woche angemerkt. Die Präzision war hier und da nicht da. Leichte Vorteile, glaube ich, am Anfang für Ingolstadt, die ersten 20 Minuten. Dann, glaube ich, sind wir besser ins Spiel gekommen, haben auch Möglichkeiten, auch ein Tor zu erzielen, wie Ingolstadt zuvor auch Möglichkeiten hatte. Dann sehen wir bei der Situation, die zum Freistoß führt, glaube ich, nicht gut aus. Dass dann so eine Situation passieren kann, die dann zum Eigentor führt, das ist okay, das passiert, aber die Situation vorher haben wir uns einfach nicht clever angestellt. Wir wussten um die Stärke, gerade bei Standards von Ingolstadt, und das war schon natürlich auch mit einer spielentscheidende Szene, die dann dazu geführt hat, dass du zurückliest mit einer Müdigkeit in den Beinen, nach vorne verlangt es Präzision. Die haben wir phasenweise gehabt. Das waren immer wieder Phasen, die gut waren, genauso wie Phasen, die von Ingolstadt besser waren. Am Ende hat man die Möglichkeit, ein Tor zu machen. Ich glaube, dass es über große Teile ausgeglichen war, eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Die Werte sagen jetzt auch nichts anderes. Und leider hat diese eine Situation dann dazu geführt, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben nicht minder wenig geleistet als alle anderen oder als Ingolstadt. Jetzt die Mannschaft hat alles gegeben. Wie gesagt, die letzte Präzision hat mit Sicherheit gefehlt, aber wir haben bis zum Schluss wirklich alles getan, um einen möglichen Ausgleich noch zu erzielen. Leider hat das Ergebnis nicht gestimmt. So ist es im Fußball, dass halt einzelne Situationen auch ein Spiel entscheiden, ein Spiel auf eine andere Seite ziehen und gegen dich bringen. Und das haben wir heute leider merken müssen, dass diese Situationen nicht auf unserer Seite waren. Das heißt, die Wunden zu lecken, nach vorne zu schauen, auch im Hinblick auf Kaiserslautern, ja, eine Ausrichtung zu finden. Auswärts haben wir gezeigt, dass wir bestehen können. Das heißt, einfach weiterzumachen. Uns war klar, dass das vorkommen kann, dass man auch zweimal hintereinander verlieren kann. Das ist in der Liga möglich, weil, wie ihr gerade schon gehabt habt, alles sehr ausgeglichen ist, wirklich sehr enges Niveau ist. Und deswegen werden wir auch nicht, wird uns das jetzt natürlich beschäftigt, zwei, drei Tage, aber dann schauen wir nach vorne und fahren zum Derby nach Lautern. Danke. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.